Das Radio. Spätschicht. Um 20 vor 7 mit Ann-Christine Pott und ich habe hier Gäste vor mir stehen. Ich habe es eben schon mal angekündigt, die Postcard Picture. Ja, hallo. Stellt hallo. Euch doch mal vor. Ja, hi, wir sind Jonas und Basti vom Postcard Picture. Die ganze Band konnten wir heute leider nicht hier zusammentrommeln, aber zu zweit werden wir schon schaukeln, denke ich. Ach klar, ihr macht auch schon. Ich habe gelesen, dass ihr aus Senden kommt und habe mich direkt gefragt, wo bitte ist Senden? Ja, fragen und sich wie viele. Kommt ihr nach Bochum? Ja, das ist eigentlich eine Frage für Basti, weil Basti in Bochum studiert. Okay. Wo ist Senden? Senden ist in der Nähe von Münster. Münster wird ja bekannt sein. Ja, doch. Und auf Bochum kommen wir eben durch unseren guten Studenten. Genau, schön. Also du bist der Einzige, der hier in Bochum studiert? Ja, seit letztem Wintersemester okay. bin ich hier heimisch und bin dann auf das Newcomer Festival aufmerksam geworden. Ja, und habe ich uns direkt mal beworben. Es hat geklappt. Sehr gut. Habt ihr denn schon viele Auftritte hinter euch? Also wie lange gibt es euch schon so in der Formation? In der Formation seit 2010. Im Kern spielen wir jetzt seit 2008 zusammen. Jonas und ich haben angefangen zusammen mit Simon, unserem anderen Sänger und Gitarristen. Meinem Bruder. Ah, okay. Eine Brüderkonstellation. Kann das manchmal zu Streit kommen? Nein. Nein. Nein, niemals. Das niemals. Das Konzept Tokyo Hotel geht voll auf. Der Vergleich ist ja wohl jetzt. Wer von euch ist Bill? Nein, hören wir auf damit. Erzählt lieber was über euch. Das ist viel schöner. Was macht ihr so für Musik? Wie würdet ihr das selber beschreiben? Ich finde es selber immer schwierig, die eigene Musik irgendwie in eine Schublade zu stecken. Ich glaube, im Endeffekt machen wir das, worauf wir Bock haben, was uns Spaß macht irgendwie, und achten jetzt irgendwie nicht groß darauf, da irgendwie einem Genre gerecht zu werden. Hm. Ja, wenn ich es jetzt irgendwie dann letztendlich doch in eine Schublade stecken müsste, dann sagen wir immer, es ist Alternative Indie Rock. Also okay. In letzter Zeit gehen wir dann eben auch mehr in diese Indie-Schiene rein, also machen mehr mit Synthies und immer mal wieder ein paar Disco-Beats. Ja, hört sich auf jeden Fall Spaß. Hört sich auch gut an, muss man sagen. Wir hören ja auch gleich noch was von euch. Ich habe gehört, ihr hattet vorher einen anderen Namen, ne? Without Skills, war das? Ist das richtig? Genau, ja. Wieso habt ihr euch denn umbenannt, ihr Lieben? Johnny? Ja, das ist eine gute Frage. Also da gab es mehrere Gründe. Und zwar spielen wir seit 2010 erst in der Konstellation, mit der wir jetzt auch auftreten werden. Und da kam unser zweiter Gitarrist dazu. Mhm. Und das war eben so ein Neuanfang für uns. Nicht nur musikalisch, sondern eben auch menschlich. So sieht's aus. Und da kam der Name, ein neuer Name halt einfach passend uns okay. vor. Ja, warum auch nicht, ne? Genau. Und eure erste EP habt ihr auch im April jetzt aufgenommen, oder? Letztes Jahr im April in den wunderbaren Luna Studios in Lüdinghausen. Hier noch einen schönen Gruß an Dieter. Hört wahrscheinlich sowieso nicht zu, aber das war, der ist unterwegs mit einer anderen Band. Ist ja mal schwer beschäftigt. Aber das war eine super Erfahrung, das erste Mal mit der ganzen Band in einem wirklich professionellen Studio mit einem super Tontechniker und Produzenten, der alles rausgeholt hat, kann man eigentlich sagen. War echt spitze. Glaube ich. Und das Lied, was wir gleich hören werden, auch aus dem Album? Ja, das ist im Prinzip auch so der erste Song, den wir dann mit Jannis auch, also mit unserem neuen Bassisten, der dann damals eingestiegen ist, geschrieben haben. Was hören wir denn gleich eigentlich? Wir hören da jetzt direkt rein, oder? Ja, wir hören rein. Don't Look Back On heißt das. Sehr gut, Song, und danach erzählt ihr mir die Hintergründe dieses Songs, hoffe ich doch. Muss Johnny in die Lyrics gehen, okay. Also Postcard Picture mit Don't Look Back On. Viel Spaß. Don't look back,
mistakes that are hard to face. The memories seem to be in an ambiguous haze. But here we stand in our present time. We just enjoy the days. Everything is fine. These are days of freedom, days of happiness. The hours run away as we forget the rest. These are days of freedom, days you should not miss, because it goes. Sind waren und sind sogar. Postcard Picture. Wir sind es immer noch, ja. Ja, ihr seid noch bei mir, das finde ich sehr schön. Und das war ein Lied von eurem Album. Das war tatsächlich Don't Look Back On, ja. Ja. Und von Interludes, ne, heißt das? Ja, das ist richtig. Ja. Die EP ist die EP, ne? Ist die EP heißt Interludes, genau. Das geht auf einen Insider im Studio. Ach, zurück. Los, packt ihn aus, bitte. Ja, der Dieter hat sich darüber einfach amüsiert, dass wir in jedem Song, den wir eingespielt haben, auch ein Interlude haben. Und er fragt dann immer, in welchem Teil wir denn jetzt sind, und dann sagt er natürlich im Interlude. Und ja, so entstand das dann. Okay, und für Leute, die jetzt vielleicht nicht in der Band spielen wie ich und vielleicht nicht so große Ahnung haben, könnt ihr das vielleicht nochmal erklären? Ja, Zwischenspiel. Also sehr gut. Wir haben ja, wer Englisch kann, ist auch klar ein Vorteil, so natürlich. Ja. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. ja, wir haben uns gerade noch kurz unterhalten darüber. Und zwar, das ist euer erster Contest, den ihr mitmacht, ne? Genau, ja, sieht's aus. Und seid ihr aufgeregt? Wie ist das so für euch? Also wir haben durchgängig eigentlich Riesenbock, auf jeden Fall. Das ist unser erster Contest, um auf die Frage einzugehen. Und das ist halt einfach echt... löst große Motivation aus, weil wir hier erstens keinen kennen. Die Leute sehen uns zum ersten Mal, die hören nur unsere eigenen Lieder, und es ist natürlich total spannend, wie die ankommen. Ja, klar. Ja, vor allem, weil ihr ja hier noch nicht so bekannt seid, ist es ja auch spannend. Was glaubt ihr denn, wie eure Chancen so stehen? Natürlich sehr gut. Wir müssen ja optimistisch sein. Nee, auch wenn es nicht klappt, gut, dann ist es halt ja, so. Aber das klappt. Natürlich klappt. So. Dann ist ja auch immer schön, einfach bei sowas dabei zu sein. Ne? Ja. Klar. Ja, dabei ist alles. Ne? Oder? So. Ja, und das, dann danke ich euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall auch. Ich werde auch da sein. Am 2. und 3. Mai sind die Vorrunden. Ihr seid am 3. Mai dabei. Ja, genau. Wer also, am 2. Bock auf uns hat, wir müssen auch ein bisschen Werbung machen, spielen wir im legendären Hot Jazz Club in Münster am Hafen. Unser Unplugged-Programm, wer Bock hat, sich da schon mal einen Eindruck zu verschiffen, aber, ob das was für ihn ist. Aber bei dem Festival spielt er nicht Unplugged. Nee, da gibt es dann geht's auf richtig, die richtig los. Ja, und ihr habt euch noch ein Lied gewünscht. Wir haben uns nach reiflichen Überlegungen dafür entschieden, mit schönen Grüßen an unseren Bassisten Jannis, dass wir jetzt ein Lied von Kraftklub senden lassen werden. Viel Spaß, Jannis. Und das werden wir jetzt auch tun. Kraftklub, ich will nicht nach Berlin. Tschüss, Postcard Pictures. Ciao.